Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video und zwar den Teil 2 von unserer Rezeptbox. Ich habe sie euch im ersten Teil schön gezeigt von allen Varianten, ne, zum Anfang des Videos. Deswegen werde ich mir das jetzt sparen. Ja, wir machen heute auf jeden Fall damit weiter, den Rest. Und ja, ich schnacke da einfach nicht lange und wünsche euch da ganz viel Spaß beim Weiterbasteln. Bis dahin. So, ich habe es jetzt fertig. So sehen dann die Endergebnisse aus. Das heißt, ihr habt ihr richtig schön die Laminierfolie und hier einfach eure Rückseite vom Designpapier. So kann man sie wirklich wunderbar abputzen und ja, der Beschenkte, der das von euch bekommt, der wird sich da riesig drüber freuen. So, die laminierten Papiere können dann jetzt erst einmal beiseite. Ich schmeiße die jetzt einfach mal erst in die Box. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was einschlagen mit Farbkarton. Und zwar müssen wir jetzt einschlagen. Einmal das Stück für den Deckel. Das ist dieses 16,8 x 13 cm. Dazu brauchen wir das Stück Farbkarton in 24 x 20 6. Dann haben wir die, jetzt muss ich mal gerade auf meine Aufzeichnung gucken, haben wir einmal das Stück für den Rahmen vorne in 2,5 x 16,8. Dazu brauchen wir das Stück Farbkarton in 5,1 x 21,9. Deswegen sagte ich, es ist immer besser, wenn ihr euch dann draufschreibt, was es ist. Dann haben wir die beiden Stücke für die Seiten in 2,5 x 13. Da brauchen wir die beiden Farbkartonstücke in 5,1 x 15,5. Und wir haben die beiden Aufsteller in 12,7 x 16,5. Und dafür braucht ihr die Farbkarton in 21,5 x 17,7. So, und zwar müsst ihr warte, zum Aufsteller kommen wir gleich. Wir fangen erstmal an hier mit dem Deckel. Da macht ihr komplett den Farbkarton drum, also alle vier Seiten. Bei dem Rahmen vorne macht ihr nur eine lange Seite. Bei den Rahmenseiten, da macht ihr die zwei kurzen und eine lange Seite. Und bei dem Aufsteller macht ihr bei beiden die zwei kurzen Seiten und eine lange Seite. Das, was ich jetzt nicht gesagt habe, werden nachher die Klebelaschen. Ne? So, das mache ich jetzt auch gerade einmal wieder ohne euch und hole euch dann dazu, wenn es bei mir fertig ist. So, ich habe das dann jetzt mal hier vorbereitet und ich habe noch einen Schritt gemacht, den will ich euch nicht vorenthalten. Mir hat das einfach nicht gefallen, dadurch, dass wir ja nicht bei allen die vier Seiten geklebt haben und dann in der Mitte so ein Feld mit Graupappe über gehabt hätten, habe ich mir jetzt noch weißen Farbkarton zurechtgeschnitten und mir die Seiten dann verblendet. Ich sage euch mal die Maße, die ihr dafür braucht. Ihr braucht da ein Stück in 16,5 x 12,5. Das ist für den Deckel. Dann braucht ihr ein Stück in 2,2 x 16,8. Das ist dann hier der längliche. Den kleben wir von hier Kante bis da Kante. Wenn mal so ein kleines Stück durchguckt, ist nicht schlimm. Und vor allen Dingen bis hier unten an die Kante. Dann braucht ihr zwei Stücke in 2,2 x 12,8. Das ist für die Seitenteile. Die setzt ihr so an, dass ihr hier bis an die Kante klebt. Und
Moment, jetzt habe ich es verkehrt rum gemacht. Wir brauchen zwei Stücke für den Aufsteller in 12,5 mal 16. Und auch die klebt ihr so, dass ihr hier, wo die Klebelasche ist, direkt an die Graupappe ransetzt und dann halt nach oben hin guckt, dass ihr links und rechts den gleichen Abstand habt. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ich hatte euch ja gesagt, wir verwenden Magnete. Das revidiere ich, das werden wir nicht machen, weil, das kann ich euch nämlich erklären, weswegen ich mich dagegen entschieden habe. Wir bringen ja hier die beiden Aufsteller, bringen wir ja so aneinander. Und die werden dann eingeklappt. Ihr seht, das wird eh schon kompliziert. Da werden wir uns wohl noch ein ganz kleines Stück hier bei dem einen dann ein bisschen umfalzen müssen, dass wir hier komplett an der Kante sind. Die Möglichkeit wäre dann nur dementsprechend, hier den Magneten anzusetzen. Problem an der Geschichte ist ganz einfach, dass man eigentlich selten einen Magneten hat, der Graupappe von 1,5 mm zuhält. Das heißt, ich habe die Bedenken, dass der nicht stark genug ist, um dieses Stückchen hier zu halten. Und ne, wir müssen den nicht da, wir müssten den hier ansetzen. Weil wenn wir das dann so zuklappen, wird das so runtergeklappt. Ich habe einfach die Bedenken, das funktioniert nicht. Und deswegen werden wir das nicht machen. Ich lasse es ganz einfach so, wenn ihr das ganz gut gebastelt habt, dann sollte er eigentlich nicht aufstehen. Also so aufspringen. Und dementsprechend lassen wir bei diesem Projekt den Magneten einfach weg. Würde ich so sagen. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an, uns unseren Aufsteller zurechtzumachen. Dafür nehme ich jetzt einmal nochmal mein Falzbrett in Anspruch, weil wir ja noch eine zusätzliche Falz brauchen. Mal gucken. Ja, das können wir auch ruhig mit der Falzklinge machen. Oder? Nee, das geht nicht. Die kommt nicht weit genug, weil wir ja die Graupappe darunter haben. Dann nehme ich dazu jetzt einfach hier mein Falzbein, lege mir das so ein bisschen an und setze das in der Rille an und ziehe mir hier noch eine zusätzliche Falzlinie. Das ist einfach dafür, dass ich hoffe, dass das ausreicht. Nee, es wird nicht ausreichen. Wir müssen ja das zweite Stück da dran bringen und das muss sich ja komplett übereinander wirklich auch schließen lassen, also zusammenklappen lassen. Ich habe einfach die Befürchtung, dass es das nicht tun wird, wenn wir diesen Schritt nicht machen. In dem Video, wo ich es gesehen habe, diese Rezeptbox, die habe ich gesehen bei Kreativ Chaotisch. Sie hat das nicht gemacht, bei ihr hat das komischerweise funktioniert. Jedenfalls hat sie diesen Schritt nicht gezeigt. So, jetzt nehme ich mir hier einmal den zweiten dazu. Mach den jetzt mal einmal hier komplett plan drüber und klappe mir das einmal um. Na, das war jetzt doch ein bisschen zu viel Kante. Aber das ist nicht schlimm. So haben wir schon mal eine grobe Richtung. Genau, so sollte das ganz gut hinhauen. Dann werden wir da jetzt Kleber drauf machen. Und ich mache den Kleber aber nur da drauf, wo wir, also hinter der Falzlinie. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, dass das dann so funktioniert, wie ich das möchte. Hoppa. Natürlich nicht schon vorher in den Kleber tunken. Jetzt setze ich mir die wieder schön übereinander. So. Und klebe mir die jetzt hier umrum.
Macht das so, dass ihr da nicht allzu viel Platz dazwischen habt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr da wunderbar mit dem Falzbein drüber gehen. Diesen Schritt hat sie nämlich in ihrem Video gar nicht gezeigt. Sie hatte das schon vorbereitet. Ja, also frage ich mich, wie man das irgendwie vorbereiten kann, weil das finde ich ein ganz wichtiger Schritt, weil wir ja hier wirklich auch unseren Platz brauchen, damit wir das so zusammenklappen können. Und dieses Stück hält ja nachher dann den Deckel mit. Und mit dem kleben wir das dann gleich an die Box. Bin gerade überlegen, machen wir das sogar schon? Ach, gute Frage. Also, wir haben ja hier unsere Box. Da würde dann jetzt dementsprechend der Deckel drauf kommen. Der normale Deckel. Und da kommt dann der Aufsteller drauf. Der Deckel guckt vorne etwas über, muss er ja auch. Wenn wir den Aufsteller dann passend anpassen, wird er dann hier hinten, ich hoffe, ich kann euch das zeigen, hier hinten dann angeklebt. Und dieser Vorgang soll dann halt auch den normalen Deckel mithalten. Wir werden es sehen. Das kann aber kurz erstmal beiseite. Wir werden uns nämlich jetzt erst unseren Rahmen zusammensetzen. Dafür gebe ich hier jetzt erst einmal auf der einen kleinen Lasche ein bisschen Kleber. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr guckt, die lange Klebelasche immer in eine Richtung. Dann setzen wir uns das einmal da an. Drücken ein bisschen. Wenn das ein bisschen angezogen ist, gucken wir mal, ob wir das schön in eine Ecke kriegen. Ja, das funktioniert. Und das gleiche machen wir dann auf der anderen Seite auch. So, wieder darauf achten, dass ihr die lange Klebelasche auf der gleichen Seite liegen habt und dass ihr das plan habt, also dass ihr eine schöne komplette Linie habt. Ich kann das mal gerade einen kleinen Moment anziehen. Dann gucken wir auch hier einmal, ob wir das schön umrum setzen können, weil noch können wir ein bisschen korrigieren, wenn der Kleber noch nicht ganz ausgehärtet ist. Und auch das funktioniert einwandfrei. Dann haben wir hier nämlich jetzt schon unseren Rahmen, der an den Deckel kommt. Also dieser muss wirklich auch an den Deckel. So. Das wird jetzt natürlich die Geschichte etwas komplizierter. Das heißt, ich nehme hier einmal mein Deckenstück, mache mir das, was wir verblendet haben, nach oben, weil wir ja hier die Klebelaschen haben, die müssen auf die Oberseite. So, da fange ich jetzt an. Bringe mir noch mal hier meine Klebelöschen noch mal in Form. Die knicke ich jetzt einfach noch mal komplett rüber. So, und dann fangen wir an mit der langen Seite. Wir hätten es auch rein theoretisch einzeln an den Deckel kleben können. Wäre vielleicht sogar einfacher gewesen. Hier hält das noch nicht. Warum nicht? Komisch. Also ihr könnt es, wie gesagt, sonst auch einzeln an den Deckel kleben. Ist eventuell sogar ein bisschen einfacher. Ich mache es jetzt in dieser Richtung. Das heißt, ich knicke es mir jetzt erst wieder einmal runter und passe mir jetzt, ich weiß, ihr seht jetzt nicht alles, einmal den Deckel
an dieses Stückchen vom Rahmen an. Mal kurz ein bisschen rüber drücken. Dann gucken wir, ob es passt zum Hochklappen. Ja, das passt. Das können wir dann auch gerne einmal machen. Dann hat da der Kleber, der dazwischen ist, auch noch Zeit, ein bisschen anzuziehen. Dann nehmen wir uns die erste kurze, also das erste Seitenteil, Kleber drauf und schieben uns das einmal so umrum. Also ihr müsst selber entscheiden, welcher Weg für euch am einfachsten ist, ob ihr die Teile einzeln an den Deckel setzt oder so, wie ich das jetzt gerade mache. Einmal schön andrücken. Dann bringen wir auf der zweiten kurzen, also auf dem zweiten Seitenstück, den Kleber an. Und machen das jetzt genauso. Schieben die Klebelasche unten runter. Und richten das aus, dass wir da richtig schön an dem Deckel dran sind. Und drücken uns das an. Dann könnt ihr euch das einmal auf die auf diese Seite stellen oder so in der Hand und noch einmal die Klebelasche nachdrücken, vorsichtig. Und das ist dann der Deckel und wenn wir das gut gemacht haben, passt er sogar darüber. Wenn wir das gut gemacht haben. Also das hält auf jeden Fall schon mal sehr gut zusammen. So, jetzt können wir den Deckel einmal... Oh, der sitzt wirklich gut stramm. So. So wäre dann jetzt der Deckel drauf. So würde das dann aussehen. Jetzt haben wir ja noch unseren Aufsteller und wie gesagt, damit befestigen wir nämlich den Deckel unter anderem. Das heißt, ich gucke jetzt hier einmal, wie muss ich ihn ungefähr liegen haben. So sieht das ganz gut aus, dass wir den dann natürlich am besten nicht verschieben. So. Und dann gucken wir, dass wir den dann hier hinten angeklebt bekommen. Müssen natürlich darauf achten, dass wir hier hinten das von dem Deckel noch mit einfließen lassen können. Dass auch da der Kleber dran ist, dass der Deckel mit dieser Klebelasche komplett auch gehalten wird. Dafür solltet ihr aber den Aufsteller definitiv auch zusammengeklappt haben. Weil wenn ihr den auseinanderklappt, kommt ihr zu weit auf den Deckel von der Box und ihr kriegt den nachher nicht mehr eingeklappt, weil da einfach kein Platz mehr drin ist dafür. So, und dann könnt ihr nämlich gucken. Ich markiere mir hier ganz leicht einmal die Kante. Einfach mit dem Finger ein bisschen rüberfahren. Dann habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so eine ganz leichte Kante. Bis dahin oder ein ganz kleines Stück auch Richtung Graupappe gehe ich jetzt mit dem Kleber. Aber nicht komplett bis zur Graupappe. Machen wir uns hier einmal den Kleber drauf. Da seid auch nicht zu geizig. Ich glaube, ja, ich bin schon zu weit. Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier hin, streiche mir das ein bisschen zusammen. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir uns nicht den Aufsteller da noch mit das Stück, was wir aufstellen wollen, nicht noch mit ankleben. So, jetzt richte ich mir das noch mal aus.
weil der kommt nämlich auch bis an die Klebelasche hinten. So, und jetzt kleben wir uns das hier einmal rüber. Drücken uns einmal ein bisschen fest. Dann gehe ich vorsichtig hin, nehme mir das Stück hoch, bringe das Stück, was wir ausklappen, nehme ich ab, also klappe ich aus und bringe mir dann die Klebelasche richtig da hinten an und drücke sie auch schön mit an den Deckel. Also das heißt, ihr habt da jetzt hier den ausklappbaren Teil. Dann könnt ihr hier nämlich richtig schön drücken, dass ihr diesen Deckel mit erwischt, dass der dann halt dementsprechend da auch mit gehalten wird. Ein bisschen hält das nachher auch noch das Designpapier mit fest. Also zwar nicht den Deckel selber, aber die Lasche. So. Und dann sollte es klappen, wenn ihr das so einklappt, dass der sich einklappen lässt. Und bei mir kommt es gut hin. Also das passt wunderbar. Jetzt zum Trocknen lasse ich den einmal ein bisschen aufgestellt. So. Dann kann der jetzt erstmal einen ganz kleinen Moment durchtrocknen. Was ich natürlich jetzt nicht klug gemacht habe, ist, dass ich da das Designpapier innen drin reingeschmissen habe. Weil wir könnten jetzt in der Zeit nämlich wunderbar das Designpapier aufkleben. Und bei einem müssen wir ja noch was machen. So. Ich habe jetzt den Aufsteller, wir hatten ja sonst nur eins von diesen Muster, habe ich jetzt beide in dem Muster gemacht, weil es hat einfach nicht gereicht mit dem Designpapier, mit dem neuen. Ich weiß nicht, was ich beim ersten Mal zuschneiden richtig gemacht habe oder anders. Es hat einfach nicht gereicht. Also, ich nehme jetzt hier eins von den Aufsteller-Designpapier und nehme mir meine Folie, die ich hier noch habe, wo wir ja das Rezept gleich reinstecken wollen, also ne, wo das Rezept rein soll. Gucke ungefähr, wie weit brauche ich es. Nehme hier so eine ganz kleine Kante. Ihr könnt auch gerne etwas mehr nehmen, dass das so ein bisschen übersteht. Da am Ende sollte es am besten komplett zusammen sein. Also komplett da auch enden. Und gehe mir jetzt einfach erst einmal hin und kürze mir das etwas ein. In der Länge. Dann wird es nämlich ein bisschen einfacher. So, dann gucken wir, dass wir da wieder genau an die Kante kommen, auf der linken Seite. Und mach mir hier einen kleinen Schnitt, also hier vorne einen kleinen, damit ich weiß, wo ich die Folie abschneiden muss. Und schneide die dann gerade nach oben weg. So, dann sollte das einwandfrei passen, dass wir hier halt ein kleines Stückchen noch Platz haben. Wir können auch hier so noch ein bisschen variieren, dass wir hier mehr Platz haben. Also das ist gar kein Problem. So, jetzt nehme ich mir hier einmal Sticky Tape und mache mir... Jetzt habe ich wieder vergessen, warum ich die Folie hatte. So rum war das, ne? Dann lasse ich da jetzt mal einmal kurz das Papier drauf und mache mir hier so eine, ja, bei dem könnte es sogar zwei Reihen sein, weil das ist ja ein relativ dünnes. Einmal hier auf beiden Enden, die wir da haben, oben und unten.
einmal das Sticky Tape drauf. Ich mache jetzt hier auch zwei rein. Ich habe leider kein breiteres mehr davon. Passt nur auf, dass ihr euch das nicht zu stramm zieht, das Sticky Tape, weil ansonsten habt ihr da nachher viel zu viel Wellen in der Folie. So, das gleiche machen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Rein theoretisch hätte man da jetzt auch nicht das Designpapier laminieren müssen, aber ich finde es halt besser. So rutscht die Karte besser. Ihr habt dann nicht so einen Widerstand von normales Papier auf normalem Papier. Man kennt das ja, dass das dann meist so einen Widerstand gibt und sich nicht schieben lässt. Aber rein theoretisch bräuchtet ihr dieses Stück dann halt einfach nicht laminieren. Das war jetzt meine Begründung, warum ich das mit laminiert habe. So. Dann das Sticky Tape weg. Beim Sticky Tape gehe ich ganz gerne nochmal mit dem Falzbein darüber, damit das auch richtig schön angedrückt ist. Hoppa. Dann nehme ich mir hier wieder mein Designpapier, richte mir das aus. Ziehe mir dann von dem Sticky Tape die Folie ab. Auch das ist ein bisschen komplizierter. Vielleicht könnt ihr da am besten einmal erst die Folie auf einer Seite abziehen und dann erst das Designpapier auflegen. Ich weiß, ich bin ein bisschen aus dem Bild. Es würde rein theoretisch auch mit einem normalen doppelseitigen funktionieren, weil ihr klebt das ja gleich noch auf den Aufsteller und dadurch hält das ja noch ein bisschen mehr. So, jetzt gucke ich nochmal, richte mir das nochmal aus. So, und klappe mir dann die erste Seite rüber. Und klebe mir das hinten einmal an mein Designpapier, weil da haben wir ja die raue Oberfläche. Dann drehen wir das um, ziehen von der zweiten Seite die Folie ab, die Trägerfolie vom Sticky Tape. Jetzt müsst ihr nur aufpassen, dass ihr das nicht zu stramm darüber macht. Das heißt, lasst euch dann ganz klein bisschen Luft, knickt es um und klebt euch das hinten dran. So habt ihr dann nämlich nochmal hier die Folie. Da kann man dann nachher das Rezept hinterstecken. Und damit man das gut machen kann, nehme ich jetzt hier einmal meine Kreisstanzer. Gucke, ich weiß, ihr seht nicht viel. Da kann man ungefähr sehen, wo man ist. Mache mir da das funktioniert natürlich wieder nicht. Ich wollte mir da eigentlich so ein Stückchen rausmachen, aber das kann man jetzt notfalls auch noch mal mit der Schere bearbeiten. Das ist dann das Schöne, wenn man das nicht ganz so stramm angeklebt hat, dann funktioniert das nämlich ganz gut. Das heißt, ich fahre jetzt den Abdrücken von dem Kreisstanzer einmal nach und schneide mir dann halt dementsprechend diesen Halbkreis daraus. So, jetzt sollte der Kleber schon nicht mehr kleben dahinter.
Nee, wunderbar. Das mit der Folie, ich habe jetzt hier einmal das Aufstellteil rübergeklappt. Dann habe ich da nämlich ein bisschen, kann da ein bisschen besser drauf drücken. Da machen wir jetzt hinten den Kleber drauf auf das Designpapier und auch ruhig mit über die Folie. Ihr könntet rein theoretisch auch euch einfach so eine kleine Tasche aus Folie schneiden und die mit Sticky Tape dann vorne auf die auf das Designpapier anbringen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich finde, da hat man doch schon die Gefahr hin, dass das dann doch mal abgeht. Weil wir haben ja das laminierte Designpapier. Und wenn man da mit Sticky Tape dann zum Beispiel Folie drauf macht, könnte es sein, dass es abgeht. Es muss nicht, aber es könnte. So, das bringe ich mir hier einmal auf. Einmal schön drücken, dass sich der Kleber gut verteilt darunter. Den Normlaminierten geben wir jetzt hier auf die andere Seite. Das Schöne ist halt, wenn ihr nur von einer Seite laminiert, dass ihr die zweite Seite halt wirklich noch Papier habt, was dann halt viel, viel besser klebt. Ne? Es wird jetzt ein bisschen kompliziert hier unter meinem Stativ. Ich versuche es euch so gut wie möglich zu zeigen. Wenn ich mal rausrutschen sollte, seid mir bitte nicht böse. So, dann geben wir das hier drauf. Einmal schön andrücken. So. Jetzt klappe ich mir das einmal hier so hin. Das ist mir jetzt noch zu gefährlich. Oder, nee, das ist mir zu gefährlich, dass nachher der Deckel da dran nicht hält. Dann stelle ich mir das einmal kurz auf, so ein bisschen, nehme mir das Stück Designpapier für den, das habe ich auch noch verkehrt rum geschnitten, mache mir da hinten den Kleber da drauf. Und bringe mir das dann da oben auf, indem ich dann halt den Aufsteller noch ein bisschen festhalte. Einmal ein bisschen andrücken, dass der Kleber auch schön anziehen kann. Ihr müsst halt wirklich nur jetzt noch aufpassen, weil der Kleber halt noch nicht ganz komplett durchgetrocknet ist, dass ihr euch das Stück, wo ihr den Deckel dran geklebt habt, nicht noch abreißt. So, auch schön einmal an den Kanten lang. So, dann können wir uns das ganze Geschehen hier einmal einklappen. Ja, es steht jetzt wo das drauf ist, steht es ein bisschen hoch, aber ich finde, da gibt es definitiv Schlimmeres. Ne? Denke ich. Dann können wir uns hier unsere Rahmenteile nehmen. Die kleben wir uns dann hier, hier und hier auf der Seite an. Ich weiß, ihr seht jetzt nur von oben. Das kann ich leider auch jetzt nicht verhindern, weil ich kann mein Stativ nicht höher fahren. Aber ich zeige es euch dann gleich, wenn wir sie fertig beklebt haben. Einmal komplett rundherum noch.
mal den Rahmen vorne. Ich hoffe, dass die Box bei mir jetzt auch was wird, weil ich habe eigentlich vor, diese Box hier zu verschenken. Deswegen hoffe ich mal, dass das gleich auch mit dem Deckel richtig funktioniert. Die Seite am Deckel. Ich meine, der Kleber zieht ja an, das ist ja nicht das Problem, wenn man andrückt, aber richtig fest ist er ja im Endeffekt noch gar nicht. Deswegen will ich da auch vorsichtig sein, dann eventuell den Deckel jetzt rüber zu klappen. Ich hätte vielleicht, was man vielleicht hätte machen können, mit einer kleinen Schleife. Aber das ist jetzt zu spät, das ist jetzt drauf. Also wenn ihr das irgendwie verschließen wollt, könnt ihr auch hier Schleife unterbringen, also unter dem Deckeldesignpapier und einmal hier oben bei der einen Seite Aufsteller, also da, wo nicht die Folie extra ist, dass man dann hier schön ein Schleifchen machen kann vorne, ne? Dann wird das auch noch ein bisschen mehr zuhalten. Man könnte den Deckel auch hochklappen, ohne dass das Designpapier dann dementsprechend abfällt. Ich werde das nachher noch versuchen, damit einzubauen. Was mache ich jetzt so lange? Das habe ich mir nämlich gedacht. So richtig hält der Deckel bei mir nämlich nicht. Dann lehne ich mir das einmal an. Also wenn es bei euch so sein sollte, lehnt es euch einmal irgendwo an mit dem Aufsteller. Und jetzt gehe ich hin und mache mir hier an dem Deckel, an dem Rückteil, auch einmal den Kleber. So eine Kleberbahn. Setze mir dann den Deckel wieder auf und schiebe ihn dann an die Klebelasche von dem Aufsteller. Und gucke einfach, dass das ein bisschen anziehen kann jetzt. Das heißt, ich werde das vordere Teil und die Seiten nachher kleben ohne euch. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass ihr das Designpapier eigentlich auch alleine kleben könnt. Und das machen wir jetzt auch. Also ihr klebt jetzt rundherum überall das Designpapier an. Und dann sehen wir uns nämlich gleich wieder, um die Füße unter die Box zu setzen. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, meine Lieben, ich habe es jetzt doch schon komplett fertig gemacht. Das Design auf Papier aufkleben ist ja nicht so schwer. Ich zeige euch aber, was ich gemacht habe. Ich habe hier solche Sticker noch aus dem Action gehabt. Das sind ganz, ganz alte Sticker. So als Rahmen. Und da habe ich dann mit Schrift reingesetzt Rezepte. Diejenige, die es bekommt, die heißt mit Vornamen Theresa. Deswegen Theresas Rezepte. Dann habe ich hier goldene Strasssteine geklebt. Das sind richtig goldene. Unter diesem Schild, wo Rezepte draufsteht, habe ich ein Band mit eingebaut, dass man es doch hier mit einer Schleife zumachen kann. Ich habe mir gedacht, das kommt ganz gut, weil man will sich ja ein Rezept raussuchen und wenn man es dann hochklappt, dann klappt hinten natürlich gleich alles rüber. Deswegen, ich zeige euch gleich, wie ich innen drin das Band festgemacht habe. So. Dann haben wir den Aufsteller.
Opa. Also er hält jetzt den Deckel richtig mit fest. Das ist kein Problem. Aufrecht gehalten wird das durch so einen etwas flacheren Schmuckstein, so ein bisschen in Blütenform. Also mit so einem Blütenornament. Fand ich ganz cool. Und jetzt zeige ich euch nämlich, was das Coole ist an unserem an unserer Folie. Wenn man sich ein Rezept rausgesucht hat, da gehen handelsübliche C6 die Karteikarten. Dann kann man das nämlich hier hinter die Folie schieben. Ist jetzt natürlich schwer zu zeigen, wenn es aufrecht ist. Und hat dann hier so seinen Schutz. Natürlich ist der Schutz nicht da, wo wir hier unseren Eingriff gestanzt haben. Aber so kommt man halt einfach viel besser dran. Es ist ja immer noch geschützt. Also das ist ja nicht das Problem. So. Dann mache ich mal gerade die Karteikarte beiseite. Und einmal ein Schleifchen. Also ich kann hier schön Schleifchen machen. Dann hält das wunderbar zu. Ich habe wirklich die Bedenken gehabt, dass ein Magnet das nicht halten wird. Durch die komplette Graupappe vor allen Dingen. Ja. Da müsste man schon fast ein Industriemagnet haben. Na. So. Die können wir dann schön runterhängen lassen. Die bügele ich nachher noch ein bisschen glatt. Die Enden, dass wir da nicht diese bewährten Knicke drin haben. Na, diese Knickchen hier. Das mache ich noch mit dem Bügeleisen ein bisschen platt. So sieht die Box dann von der Seite aus. Das habe ich jetzt ganz schlicht gelassen. Einfach nur das Designpapier geklebt. Hier hinten sieht man zwar den Deckel, aber das ist, wie gesagt, das ist die Rückseite, das ist das Hinterteil. Finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. So, dann haben wir da die andere Seite. Und den Boden, ich wollte ja eigentlich diese kleinen Blütenkelche als Füße machen. Ich habe mir hinterher gedacht, das passt nicht. Sieht ein bisschen zu gewürfelt aus, weil hier haben wir die Zitrusfrüchte drauf und dann irgendwie Blumenkelche als Füße. Auf jeden Fall habe ich da andere Schmucksteine noch genommen, selbstklebende. Die sind nicht ganz so flach wie der, den wir innen drin als Stopper haben. Aber dann noch so, dass es ein bisschen von der Oberfläche halt wegsteht, ne? Also das steht richtig, richtig gut. Wenn ihr dann den Deckel aufmacht, ihr seht hier, es hält auf jeden Fall. Die Etiketten, die Karteikarten, die C6, die passen jetzt nicht so aufrecht rein, aber wenn sie beschrieben sind, kann man sie so wunderbar reinstellen. Eventuell auch irgendwie von so einem normalen Karteikasten halt solche Trenner dazwischen, die passen da auch noch wunderbar rein. Und dann kann man sich da seine Rezepte auf die Karteikarten schreiben und dementsprechend dann halt mit diesen Trennern dann noch einsortieren. Also das passt wunderbar. Ich gebe derjenigen noch ein paar Karteikarten dazu. Dann hat sie schon mal welche für den Anfang. Also so ein paar, die hier, die gebe ich mit. Da kann sie schon mal einiges an Rezepte aufschreiben. Und ansonsten kriegt man die ja auch in jeder Postenbörse, hätte ich beinahe gesagt. Also in jedem günstig laden. Jetzt habe ich dann Fussel von meiner Strickjacke drin. So. Die Schleife auf der anderen Seite, also im Deckel, habe ich hier
am Rand festgemacht. Das habe ich erst mit Kleber festgeklebt, damit es erstmal hält. Und habe ein ganz kleines Stück weißen Farbkarton genommen und habe den jetzt nochmal darüber geklebt, dass man nicht sieht, wo das Ende ist. Man hätte rein theoretisch auch so hoch machen können, wie hier der Rand ist. Aber ich habe es jetzt einfach Pi mal Daumen per Hand geschnitten. Ja, und schon ist das Projekt fertig. Ich meine, hat jetzt echt viel Zeit gekostet, aber es hat Spaß gemacht. Ich werde berichten, ob sich diejenige gefreut hat. Ihr werdet natürlich zuerst das Video schon sehen, bevor sie es bekommen hat. Und das zweite werde ich auch schon mal schneiden. Aber ihr werdet es in irgendeinem Video, werde ich euch das erzählen, ob diejenige sich darüber gefreut hat oder nicht. Ihr Lieben, dann wünsche ich euch da ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Eine kreative Zeit. Ich mache jetzt bis in den Januar ein bisschen Bastelpause. Das heißt, ihr seht wohl, ich weiß nicht, ob ich vielleicht Mitte Januar oder Ende Januar, aber spätestens Anfang Februar seht ihr mich auf jeden Fall wieder. Also macht euch da keine Sorgen, dass ich irgendwie verschwunden bin. Ich möchte einfach ein bisschen YouTube-Pause machen, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und ja, dann wünsche ich euch noch zusätzlich eine schöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit eurer Familie, bleibt gesund, einen guten Rutsch und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Bye, bye!